Heute werfen wir einen Blick auf die besten noch verbleibenden Rohgold-Farms in World of Warcraft. Die Farms in diesem Video sind in keiner besonderen Reihenfolge, sie dienen lediglich der Auflistung. Am Ende des Videos gibt es noch ein kleines Giveaway, also bleibt bis zum Schluss und lasst euch diese Chance nicht entgehen. Der erste Farm, den ich euch vorstellen möchte, ist der Courtier Farm. Man farmt hier mit Minimum 5 Spielern, am besten jedoch mit 2 Gruppen A4 Spieler. Begebt euch in den Norden Courtiers und pullt dort alle Wildtiere zusammen, besiegt und lootet sie. Ihr solltet für diesen Farm einen Kirschner dabei haben, denn jeder Spieler kann dort Kirschnern und das Leder der Gegner erhalten. Hier lootet ihr in einer Stunde Trash und Greens im Wert von ca. 3000 Gold pro Stunde. Das Leder, das ihr bekommt, könnt ihr dann mit einem Lederer zu Gram Leder Armschützern weiterverarbeiten. Bei durchschnittlich 5700 Gram Leder pro Stunde wären das verarbeitet weiterhin 17.459 Gold zusätzlich. Also insgesamt nach Verarbeitung ca. 20.000 Gold pro Stunde Farm. Achtet beim Craften nur darauf, dass ihr die Penumbra-Fäden, die ihr benötigt, für 7 Gold 20 einkauft. Das könnt ihr mit einem Goblin bei jegwelchem Händler erledigen oder mit einem Char, bei dem ihr einen ehrfürchtigen Ruf in Sturmwind oder Orgrimmar habt, dann einfach in der Hauptstadt. Seraph Mortis ist aktueller Content, hier könnt ihr aber immer noch gutes Gold herausholen. Den Weekly-Balken zu füllen bringt für wenig Aufwand immerhin 2000 Gold und die Materialien, die ihr bei euren Reisen dort bekommt, lassen sich immer noch optimal im Auktionshaus an den Mann bringen. Die Paragon-Kiste dort bringt bei ehrfürchtigem Ruf weiterhin 4000 Gold alleine dafür, dass ihr den Content spielt. Die Gitter, die ihr dort erhaltet und die zum Herstellen von Pets und Mounts in den dortigen Schmieden benötigt werden, würde ich aktuell lieber in der Gildenbank lagern, als sie im Auktionshaus zu verkaufen. Mit Dragonflight wird der Content immer weniger bespielt, kaum einer wird mehr in Seraph Mortis unterwegs sein. Jedoch werden Sammler, die die Haustiere und Pets dort haben wollen, dann eben auf der Suche nach diesen Gittern sein. Der Ravendreath Farm ist ein weiterer 2x4 Farm, der sich oben im Norden des Gebietes befindet. Hier werden alle Ventier auf der Promenade und dem Gebiet darum zu einem Fleck zusammengezogen und besiegt. Ihr erhaltet hier in einer Stunde Trash Loot und Greens im Wert von ca. 10.000 Gold, sowie Schleierstoffe und lichtlose Seide, die ihr weiterverarbeiten könnt. Ähnlich wie bei dem Armschienen-Shuffle aus dem ersten Farm, könnt ihr hier Schleierstoff-Umhänge herstellen. Bei ca. 1300 Stoffen pro Stunde als Nichtschneider, das ist wichtig, denn Schneider bekommen mehr Stoffe von Gegnern als welche, die den Beruf nicht haben, liegt ihr bei diesem Farm bei ca. 13.000 bis 14.000 Gold pro Stunde. Diesen Farm habe ich schon oft auf diesem Kanal abgedeckt, aber er ist bis heute immer noch einer der besten Solo-Raid-Farms, die existieren. Betretet das Herz der Angst im Schlachtzugs-Browser-Modus, beginnt den Dungeon und erledigt den gesamten Trash bis hin zum ersten Boss. Lasst den Boss an sich jedoch stehen. Hier erhaltet ihr Trash und Greens sowie Harmoniepartikel, die ihr im Auktionshaus verkaufen oder für andere Handwerksmaterialien aus Mists of Pandaria eintauschen könnt. Hier wären beispielsweise Trillium-Erze recht interessant. Mit etwas Übung und dem passenden Charakter könnt ihr bei diesem Farm bis zu 1200 Gold roh in nur 10 Minuten bekommen und habt noch haufenweise Harmoniepartikel in der Tasche, mit denen ihr weiterhin arbeiten und noch mehr Gold aus diesem Farm herausholen könnt. Zum Schluss möchte ich euch noch eines meiner aktuellen Giveaways präsentieren. Wie manche von euch bereits wissen, verschenke ich momentan mehrere Epic-Editionen von WoW Dragonflight über all meine Kanäle. Wenn ihr bis zum Release von Dragonflight nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit anfangen sollt, würde ich euch gerne Final Fantasy XIV ans Herz legen. Ich war lange Zeit sehr skeptisch gegenüber diesem Spiel, mittlerweile ist es aber zu einem meiner absoluten Favoriten unter den MMOs geworden. Ihr könnt das Game völlig kostenfrei herunterladen und bis Stufe 60 spielen ohne zeitliche Begrenzung. Das sind hunderte Stunden Content, alles komplett for free. Ladet euch das Game über meinen Link herunter und erledigt eine kleine Aufgabe in-game. Es winken Dragonflight Epic Editionen, Mounts, Pets, Game Time und noch vieles mehr. Alle Infos dazu findet ihr im Giveaway-Channel bei mir auf dem Discord. Nun gut, an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.